komme mit einem Q&A zu euch. Die haben so viele Klicks und ich kriege so gutes Feedback auf die Q&As. Deswegen gibt es jetzt vermehrt immer mal zwischendurch ein Q&A. Ich habe euch auf Instagram gefragt. Ich starte einfach ganz locker und easy wie immer mit den Fragen und versuche, ohne zu schneiden, dieses Q&A zu machen für euch. Hast du Einfluss auf die Werbung vor deinen YouTube-Videos? Nein. Und das ärgert mich total, weil ich schon mehrere Themen hatte vor den Videos, wo ich gedacht habe, das passt so 0,0 zu mir oder ich habe sogar eine Anti-Haltung gegen das Thema und leider kein Einfluss, was für Werbung geschaltet wird. Kannst du ein Still-Tipp-Video machen mit allem drum und dran? Oh, das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Also ich habe schon viele Still-Videos gemacht und da sind immer ganz viele Tipps dabei. Aber ich könnte natürlich auch mal ein Q&A zum Stillen machen, dass ich euch direkt frage und ihr die Fragen stellt. Gerne in die Infobox schreiben, was euch lieber ist. Ich verlinke auch mal die Still-Videos in der Infobox. Wie lange hattest du Liana in der Trage? Lange. Also ich erinnere mich zum Beispiel an unseren Miami- und New York-Urlaub, wo sie auch ganz viel in der Trage war. Und da war sie auch schon eineinhalb. Also ich würde jetzt mal behaupten, so bis ein Dreiviertel. Also ja, im New York-Urlaub war ich sehr, sehr froh darüber, dass ich sie noch in der Trage hatte. Ich glaube aber danach zu Hause war es dann nicht mehr so oft in der Trage. Also ja, vielleicht eineinhalb, ein Dreiviertel so. Könntest du dir vorstellen, Pflegemutter zu werden? Ich habe dieses Thema wirklich schon öfters überlegt, ihr Lieben, weil Pflegemutter einfach was ganz, ganz Tolles ist. Es gibt ja auch auf Instagram diesen tollen Account, The Twin Team. Das sind zwei Mädels, Schwestern, Zwillinge, die Pflegemütter sind auf Zeit. Also ne, die nehmen kein Pflegekind für immer auf, sondern immer dann, wenn Not am Mann ist. Das ist auch eine richtig spannende Geschichte. Aber natürlich auch heftig fürs Herz, weil wenn man so ein Kind aufnimmt und dann nach ein paar Wochen wieder abgibt, ich weiß nicht, ob ich das emotional hinkriegen würde. Pflegemutter, dass man wirklich ein Kind zu sich holt für immer, das fände ich dann schöner. Wie hast du es geschafft, dass du ihn so tragen kannst? Mein Kleiner lehnt sich selten an. Ach so, du meinst so an die Brust? Oh, das macht er eigentlich automatisch seit immer. Also ich glaube einfach, wenn man von Anfang an trägt und wenn das Baby halt noch so klein ist und den dann so reinbindet in die Trage und das von Anfang an so an der Brust hat, ich glaube, dann spielt sich das so ein. Aber ne, es gibt solche Kinder und es gibt solche Kinder und es gibt genug Kinder, die einfach, ich glaube, Ben weint. Ich muss mal kurz runter. Meine Lieben, der Ben ist jetzt dabei. Er ist halt immer noch nicht so ganz fit und braucht dann eher die Mami. Mal schauen, ob das klappt. Wo war es denn? Ah, wie ich es stark geschafft habe, ihn so zu tragen. Also das ist nicht mein Verdienst, glaube ich. Also das war einfach von Anfang an so. Ich hatte ihn ja wirklich seit Tag 1 im Tuch und da liegen sie ja praktisch immer an dir und das ist irgendwie so geblieben. Also wenn er müde wird, legt er sich an mir. Er streckt sich natürlich mal auch aus dem Tuch raus, wenn er raus will. Aber wenn er einschläft, liegt er immer an mir. Aber Bindetechnik. Ich würde sowieso jedem empfehlen, der noch nicht viel getragen hat oder tragen möchte oder anfängt zu tragen, eine Trageberatung zu machen. Ich habe keine gemacht und bereue das immer wieder. Also, ne, wir haben uns da eingespielt und ich habe Videos dazu angeschaut, aber ich glaube, dass es schon besser wäre oder ich bin der Überzeugung, dass es besser ist, eine Trageberatung zu machen. Wie groß und schwer ist Ben jetzt? Puh, das weiß ich gar nicht. Wir hatten ja die letzte U-Untersuchung, ist ja schon wieder eine Weile her. Komm, hoch, mein Schatz, hier, komm. Super! Der Ben zieht sich hoch, der Ben steht. Guck mal, damit kannst du spielen. Also ich weiß das gar nicht. Das ist wirklich schon lang her, wo wir das letzte Mal gemacht haben. Und da war er, glaube ich, 8 Kilo. Und nee, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo möchtest du als nächstes hinreisen? Hast du schon eine Idee? Nee, ich habe noch keine Idee, aber wir haben mit Mella Mama neulich mal so ein bisschen geredet und so ein bisschen rumgesponnen. Sie geht ja jetzt auf Reisen in 7 Tagen und sie machen Italien am Anfang und Anfang des Jahres dann, glaube ich, Spanien und Portugal. Und da haben wir mal überlegt, ob ich mit ihr oder ob wir uns in Portugal treffen. Mein Badespaß. Eine Ente. Quack, quack. Hier kann man Paulchen und Entchen sehen. Die beiden wollen baden gehen. Oh. André würde wahnsinnig gerne nach Amerika. Das will ich aber erst, wenn die Kinder größer sind. Ja, also konkrete Pläne haben wir leider noch keine. Paulchen will in die Badewanne. Schau mal, Bändchen. Bändchen und Paulchen. Bändchen und Paulchen, das Paulchen hat ein Boot.
Das muss mit Paulchen in die Wanne. Schiffchen, Entchen, Eimer und eine Kanne. Siehst du, da geht er in die Badewanne. Und wer ist das? Quack, quack. Quack, quack. Hast du mal überlegt, deine Kinder modeln zu lassen? Nee, auf keinen Fall. Ich zensiere ja meine Kinder, weil ich finde, sie kommen nicht oder sollten nicht ins Internet und professionell modeln lassen. Weiß ich, ist eine andere Geschichte. Wenn Liana irgendwann den Wunsch äußern würde, ich habe das ja auch als Kind gemacht, ne? Aber, ja, da, eigentlich ist dagegen nichts einzuwenden, wenn es professionell ist, aber habe ich noch nie drüber nachgedacht und schon einige Anfragen bekommen, also jetzt nicht so professionelle Anfragen, aber schon viele haben gesagt, Mann, Liana muss unbedingt vor die Kamera oder Liana muss unbedingt fotografiert werden. Wenn das jetzt richtig professionell wäre und das dem Kind Spaß machen würde, ich weiß ja gar nicht, wie sowas abläuft, ne? Also ich bin natürlich total gegen Kinderarbeit und ich würde jetzt nicht wollen, dass Liana da so ein professionelles Shooting hat, wie das manche machen mit ihren Kindern. Aber wenn es jetzt für eine Kampagne ist und das geht irgendwie, ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht. Außer sie will es unbedingt. Wer schläft wo im Familienbett? Ich weiß nicht, wo der Große und das Baby am besten liegen. Also ganz am Anfang, als Ben Baby war, war er im Lalisu in dem Nestchen. Da ist er einfach geschützt. Das Lalisu hat ja so einen richtig hohen, eine richtig hohe Schlange praktisch um die Liegefläche. Und später habe ich dann immer ein Stillkissen zwischen beide gelegt, wenn ich nicht im Bett war. Und ansonsten schlafe ich in der Mitte, ein Kind rechts, ein Kind links. Was hilft euch, wenn Ben zahnt? Osa-Zahnungsgel, Osanit-Zahnungskügelchen. Das Zahnöl von der Bahnhofsapotheke habe ich jetzt noch nicht so oft ausprobiert. Das ist äußerlich auf die Wangen, das finde ich halt sehr angenehm, weil das Kind nicht den Mund dazu aufmachen muss. Weil manchmal, wenn er Schmerzen hat, will er dann kein Zahngel oder Kügelchen schlucken. Dann finde ich es ganz gut, dass das halt von außen wirkt, auf der Backe. Alles, was kühl ist und er drauf rumbeißen kann. Also zum Beispiel eine kalte Gurke. Oder einen kalten Beißring. Sowas hilft natürlich auch immer. Und viel Nähe, wie immer. Viel tragen, viel Dasein, viel in den Arm nehmen, viel kuscheln. Genau. Wann geht ihr das nächste Mal in den Mundenhof, war die nächste Frage. Also wir haben da keine festen Tage natürlich, aber wir gehen schon sehr regelmäßig hin. Und meistens, sage ich es vorher in der Insta-Story. Meistens erzähle ich euch morgens meine Pläne auf Instagram und dann könnt ihr auch hören, wenn ich in den Mundenhof gehe, sage ich es meistens. Und wenn du spontan bist, dann darfst du natürlich gerne kommen. Ich habe schon einige im Mundenhof getroffen. Ihr Lieben, ich habe vorher abgebrochen, weil der Ben einfach nicht in Stimmung war, mit mir ein Video zu machen. Und jetzt ist er gerade eingeschlafen. Wir waren in der Zwischenzeit auf dem Wochenmarkt, haben Oliven gekauft und kamen in ein totales Regenwetter. Deswegen sehe ich jetzt auch so aus, wie ich aussehe. Ich war klatschnass. Ich habe mir jetzt einfach nur schnell einen Hoodie angezogen, weil es mir kalt war. Und deswegen geht es jetzt so weiter. Der kleine Ben schläft, Lianchen spielt mit Opa, Oma macht gerade den Kaffeetisch und dann werden wir gleich Kuchen essen. Wir haben einen Apfelkuchen gebacken vorher. Wir haben so viele schöne Äpfel im Garten und haben uns jetzt einen schönen Apfelkuchen gemacht. Aber ich wollte für euch unbedingt noch das Q&A fertig machen. Und weil der kleine Ben jetzt schläft, habe ich gedacht, beantworte ich euch noch ein paar Fragen. Ich muss ihn nur im Blick behalten. Genau, super. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wo wir waren. Ah, beim Tragen waren wir, genau. Nee, wir waren schon viel weiter. Wir waren schon beim Mundenhof, genau. Wo lagert ihr euer nicht mehr passendes Spielzeug? Wir haben einen ganz schönen Keller. Und der ist übervoll schon mit Spielzeug. Wir machen das dann immer in Kisten. Bei Ikea gibt es so tolle durchsichtige Kisten mit Deckel. Da sieht man dann immer, welche Spielsachen drin sind. Und die kommen dann in den Keller. Bist du auch Ukrainerin? Nein, ich bin ganz deutsch. Wir haben auch eine Liana zu Hause. Im November wird sie 4. Du bist toll. Oh, vielen Dank. Nee, ich bin wirklich komplett deutsch. Das fragen mich immer wieder viele. Angeblich vom Aussehen her würde ich auch eher russisch-ukrainisch aussehen, aber ich habe keinerlei Vorfahren. Ich bin wirklich ganz deutsch. Hallo Jana, vermisst du ab und zu die Zeit, bevor du Kinder hattest? Ja, klar, logisch. Es war eine ganz andere Zeit. Wir hatten ja eine sehr, sehr spannende, also ein sehr spannendes Leben durch unsere Künstlerjobs. Wir waren immer unterwegs, wir waren immer auf Bühnen. Also jetzt gerade auch mit André und davor war ich dann alleine und hatte natürlich auch viel Spaß und Party und eine gute Zeit.
Klar vermisst man das manchmal, aber dann denke ich auch immer, oh, es gibt jetzt so vieles mehr, für das ich dankbar sein kann, wie die Zeit, die es davor war. Aber klar vermisst man das und das darf man auch. Also, ne, da braucht man sich auch gar nicht irgendwie schämen und denken, oh Gott, ich darf doch nicht ohne meine Kinder denken. Es gab einfach eine Zeit vor den Kindern und die war cool und da darf man doch auch diese Zeit vermissen, ganz klar. Erfüllst du Liana jeden Wunsch? Falls nicht, wie reagiert sie dann? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, dass viele denken, dass Liana alles darf und alles bekommt, weil ich halt sehr oft sage, das hat sich Liana gewünscht oder wir haben. Es fährt ein Traktor vorbei. Oder wir haben ja auch so viele Dinge in unseren Ritualen, wie zum Beispiel unser Regenbogen, wo wir uns immer Dinge wünschen. Und ich muss euch sagen, Liana bekommt viel und wünscht sich viel, aber sie wünscht sich ganz viele schöne Sachen, also gar nicht so viel Spielsachen. Ich habe es gerade erst gestern auf Instagram erzählt, weil wir da wieder den Regenbogen in der Story hatten. Und gestern hat sie zum Regenbogen gesagt, ich habe sie gefragt, was sie. Also ich frage sie abends immer, wie war dein Tag? Was war das Schönste an deinem Tag? Möchtest du dir noch was vom Regenbogen wünschen? Und gestern ist sie zum Regenbogen hin und hat gesagt, ich möchte, dass der Ben aufhört zu weinen und wieder gesund wird. Total süß. Wahrscheinlich, weil sie halt vom Weinen genervt war. Aber dass das und gesund wird hinterherkam, fand ich sehr, sehr süß. Den Tag davor hat sie sich Spinat und Pommes gewünscht. Also das ist nicht so, dass Liana irgendwie total ein materielles Kind ist, nur weil sie halt viel bekommt. Und sie bekommt auch viel durch meinen Job, durch YouTube, durch euch. Ich bekomme ja auch immer wieder viele Zuschauerpäckchen, wo ich auch schon überlegt habe, sollte ich die abfangen, sollte ich das reduzieren, sollte ich. Aber ich merke einfach, dass es meinem Kind gar nicht schadet. Ne? Also, und wir packen auch immer wieder Spielzeugkisten und bringen die weg. Ich möchte jetzt auch unbedingt an Weihnachten, das habe ich schon als Kind gemacht, Weihnachten im Schuhkarton, Spielsachen aussortieren und ihr erklären, dass es eben auch viele Kinder auf dieser Welt gibt, die nicht so viel haben und sie dann raussuchen lassen, was sie spenden möchte, wenn sie das möchte. Ne? Ich zwinge sie da nicht dazu. Aber Liana ist so ein empathisches Kind und die ist so. Also ich sehe überhaupt nicht, dass die irgendwie verwöhnt ist und nur ich will, ich will, ich will. Und deine Frage war ja noch, wie reagiert sie, wenn sie was nicht kriegt? Absolut cool und gelassen. Also ganz oft haben wir das, wenn wir im Spielzeuggeschäft sind und ich sage, du darfst dir eine Sache raussuchen, dann kommt sie manchmal mit zwei. Wenn die nicht teuer sind, dann sage ich, kannst du beides mitnehmen. Wenn sie aber irgendwie Wünsche hat, wo ich sage, das ist jetzt teuer, dann sage ich zum Beispiel, wünsch dir das doch vom Weihnachtsmann oder setz das doch auf die Wunschliste oder sag doch mal dem Regenbogen Bescheid, weil der Regenbogen, der speichert Wünsche, der haut die nicht gleich raus. Der speichert Wünsche und merkt sich die. Also da haben wir schon so unsere Rituale und unsere liebevolle Handlungen, würde ich jetzt behaupten, dass sie das echt gut macht. Also vielleicht auch ein Tipp an euch, sagt dann einfach, das macht ihr wahrscheinlich. Wünscht ihr das vom Weihnachtsmann, wünscht ihr das zum Geburtstag oder so? Nee, das akzeptiert sie super gut. Aber sie bekommt auch viel, definitiv. Hast du Idole? Ich habe viele Idole. Mein größtes Idol ist meine Mama, definitiv. Natürlich habe ich auch Idole in der Instagram-Welt und Idole in der Musikwelt. Ich finde das auch gut. Also Idole sind einfach Menschen, die dir deine Wünsche, Ziele noch mehr vorzeigen, die dich motivieren zu wachsen, die dich ja, motivieren, größer zu denken, mehr zu wollen oder mehr zu, ja, einfach. Also ich bin auch ein Mensch, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe, aber ich freue mich auch, wenn ich mich weiterentwickeln kann. Und dazu finde ich, sind Idole auch ganz, ganz wichtig und gut. Ich sehe hier, dass Mamas ihren Kids zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel geben. Meinst du, das ist notwendig? Ah, da bin ich ein bisschen unsicher und die Frage kann ich gar nicht so richtig beantworten. Eigentlich denke ich, wenn man ein Kind gesund, biologisch, vollwertig ernährt und darauf achtet, also jetzt gerade bei Veganern wird ja so oft behauptet, dass denen was fehlt und das stimmt halt einfach nicht. B12 zum Beispiel ist, was ja immer heißt, Veganern fehlt B12, das ist ein Mangel, den wir alle haben. Das hat überhaupt nichts mit Vegan zu tun. Und bei Veganen zum Beispiel achtet man ja sehr drauf, dass man zum Beispiel eine vollwertige Mahlzeit ist jetzt Getreide, Gemüse und dann sowas wie Hülsenfrüchte, Linsen oder Bohnen oder so. Und da hat man dann alles mit abgedeckt. Wenn man da so ein bisschen drauf achtet, finde ich, braucht man keine Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß aber, dass es viele machen.
Ich habe mich da noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Also meine Kinder kriegen keine Nahrungsergänzungsmittel, weil ich eher darauf achte, dass sie sich vollwertig gesund ernähren. Aber natürlich, ne, gibt es Phasen, wo das Kind nur Pommes und Spätzle isst. Aber haben wir früher Nahrungsergänzungsmittel dazu bekommen? Nee, bin ich gesund, volle Kanne. Also wisst ihr, wie ich meine? Aber ich bin nicht gegen Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe mich nur noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt. Kann schon sein. Also ich habe das auch bei Mella Mama zum Beispiel gesehen, dass sie von einer Firma Nahrungsergänzungsmittel gibt. Und da kam ich dann auch so ins Grübeln, sollte ich das vielleicht doch mal mich damit beschäftigen? Also ja, da bin ich keine gute Beratung, aber ich bin da auch so ein bisschen im Zwiespalt, ob das wirklich sein muss. Hat Ben schon ein Zähnchen? Nein, der hat immer noch kein Zähnchen. Aber ich weiß von vielen, dass das so mit dem 8., 9. Monat auch erst sein kann, dass es kommt. Und da warten wir jetzt drauf. Wird bestimmt bald eins rauskommen. Kannst du mal ein Video machen, wie du dein positives Gedankenboard gemacht hast? Ah, ich glaube, da brauche ich gar kein Video dafür. It's me, Ellie, eine ganz, ganz liebe Instagrammerin, muss man jetzt sagen, weil ich glaube, YouTube macht sie nicht mehr. Wir haben uns aber über YouTube kennengelernt. It's me, Ellie heißt sie auf Instagram und sie hat mir diese tolle Affirmationssprüche gemalt. Ich verlinke sie euch mal in der Infobox, ich hoffe, ihr denkt dran. Dann könnt ihr sie direkt anschreiben. Sie hat nämlich auch das, was sie für mich gemalt hat, hat sie sich eingescannt und hat auf dem Computer. Also wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr sie, glaube ich, anschreiben. Und dann habe ich mir einfach Bilder ausgedrückt mit meinen Zielen, Wünschen, Träumen und habe die einlaminiert. Wie zum Beispiel ist da ein Bild am Strand, ein Laptop auf dem Tisch und man sieht halt den Strand. Ich würde so gern Online-Nomade sein, dass ich nur online arbeite, André auch, und dass wir überall hinreisen können. Dann habe ich den goldenen Button von YouTube dahin gemacht. Einen goldenen Button kriegt man mit 1 Million Follower. Einfach so Wünsche, Ziele, ein Podcast-Mikrofon, weil ich doch glaube, dass ich Lust hätte auf einen Podcast. Also einfach so Dinge, die du dir wünschst, die du dir vorstellst, die du anziehen möchtest in dein Leben, die kommen an diese Wand. Und das war's. Dann kommt immer wieder was dazu, was mir in die Hände fällt. Zum Beispiel die Feder. Ich habe eine Feder bekommen oder die kam mir irgendwie in die Hände. Und ich weiß noch, mein erstes positives Buch, bestimmt schon 10 Jahre her, war The Secret aus Amerika, total überzogen, dieses Buch, aber hat halt auch viel Gutes. Und da übt man mit einer Feder, ob man Dinge in sein Leben ziehen kann. Und deswegen ist die Feder so ein Symbol für mich geworden, für positive Anziehungskraft. Deswegen hängt da auch eine Feder. Also einfach, das ist ein Vision Board. Einfach das, was du wünschst, dir wünschst, was du in dein Leben ziehen möchtest, das kommt an diese Wand. Und diese Sprüche, die helfen mir einfach, jeden Tag meine Gedanken auf positiv zu polen. Hast du dein Hochzeitskleid noch? Ja, habe ich. Führst du Tagebuch über wichtige Meilensteine bei Liana und Ben? Nee, mache ich nicht, aber ich habe ja meine Vlogs. Also ne, in jedem Vlog sieht man Meilensteine. Und ich habe das mal, meine Mama hat auch so ein tolles Buch für uns gemacht, für uns Kinder und für meine Geschwister. Ich habe das mal angefangen und habe es dann irgendwie vergessen. Aber ich finde gerade meine Vlogs, YouTube ist schon ein Punkt, ne, wo ich da zurückblicken kann. Mia bellt. Gibt es ein Tier, das du gerne mal als Haustier haben möchtest? Passt gerade gut. Nee, unser Hund ist gerade genug. Ich liebe sie über alles und wir trainieren auch gerade wieder fleißig mit ihr, aber noch ein Haustier? Nee. Also ich weiß, dass Liana hat neulich gesagt, sie möchte einen Hamster, aber solange wir Mia haben, möchte ich kein anderes Tier. Das wäre zu viel Stress für das Tier, das in die Familie kommt und Mia fände das auch nicht cool. Welche Größe hat Ben bei dem Schlupfschal von Natürlich Familie? Oh Gott, da fragst du mich jetzt was. Ich glaube, da kann man ziemlich gut nachschauen, monatsmäßig 0 bis 6 Monate oder 6 bis 12 Monate oder einfach Natürlich Familie anschreiben. Die sind da super in der Beratung. Welchen Beruf außer Moderatorin, YouTuberin könntest du dir vorstellen? Außer Moderation und YouTuber. Also es müsste auf jeden Fall was sein, wo ich Menschen inspirieren kann, wo ich reden kann, wo ich Menschen um mich rum habe. Ich liebe es aber auch, mit Kindern zu arbeiten. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, einfach Erzieherin zu sein oder ich brauche einfach Menschen um mich rum, die mir zuhören. Hört sich das doof an? Ich brauche meine Bühne. Bist du erfüllt? Schöne letzte Frage. Ich bin total erfüllt.
Ich merke einfach, dass ich lange in meinem Leben unerfüllt war und dass ich immer so gedacht habe, mir fehlt was. Ich wusste aber nicht so richtig, was es ist. Und jetzt mit meinen zwei Kindern, mit YouTube, mit Instagram, habe ich einfach so, mit André natürlich, also generell mit Familie und Job, habe ich jetzt voll das gefunden, was mir Spaß macht, was mich erfüllt und was, ja, was total toll ist. Deshalb kann ich euch einfach nur empfehlen, nie. Also ich bin auch noch nicht, wie soll ich sagen, ich bin erfüllt, aber ich bin trotzdem noch nicht an meinem Ziel angelangt. Ich möchte, dass auch André seinen Job lassen kann und dass wir zusammen eine Selbstständigkeit uns aufbauen, wo wir frei sind. Ich würde wahnsinnig gerne ein Online-Nomade sein, mit der ganzen Familie viel reisen, jetzt nicht alle Zelte abbrechen und eine Weltreise machen, aber einfach viel reisen, viel unterwegs sein, viele coole Vlogs machen, noch so mehr in dieses Thema einsteigen, vielleicht auch besser werden im Schnitt, Kameras besser verstehen, vielleicht eine Drohne dazu. Es gibt ja so Wahnsinns-Vlogger, wo man einfach wie eine Reality-Show anschaut. Gerade auch die, wo erfolgreich sind, wo dann vielleicht auch mehr Geld zur Verfügung haben. Man schaut sich das halt auch gerne an und da ist ja auch gar nichts Verwerfliches dabei. Ich schaue mir wahnsinnig gerne auch als Motivation große Vlogger an oder auch Instagram-Profile, die einfach schon so viel erreicht haben und ziehe mir da meine Motivation raus. Das heißt aber nicht, dass ich mich verändere. Ich bleibe trotzdem immer Jana und authentisch und ehrlich. Aber ich habe Größeres vor und das werde ich auch erreichen, zusammen mit euch. Ihr Lieben, jetzt mache ich Schluss, weil wir gehen jetzt Apfelkuchen essen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Vlog oder Video wieder dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.